Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist S. Reiter und wir sind in einem Vorgestellt, The City Must Grow, Folge Vorschau Nummer 6. Und ich will es immer noch mal wissen. Letztes Mal will ich hoffen, und der Entwickler hatte mir wieder geschrieben, dass es ja doch vielleicht im Balancing liegt, dass es dann noch nicht so ganz so top ist. Aber wir werden schauen nach dem Intro, wie wir diese Runde durchkommen. Ich werde mal noch mal ein bisschen was vielleicht anders machen, hoffe ich. Bis gleich. So, dann wollen wir mal ein neues Spiel starten, wollen loslegen. Die Straßen. Ich glaube, die Straßen kann man immer machen. Da kann einem nichts passieren, oder? So, und dann kommt diese Zone hier. Die werde ich jetzt definitiv hier bauen. Hier bauen. Und mehr mache ich erstmal nicht. So, da ist schon was gewachsen. Zwei Gebäude. Hat uns 400 Holz gekostet. Jetzt kommt hier Ackerbau dazu. Den setze ich mal hier unten hin. Mal auf vier Felder. Geht auch nicht mehr. So, da haben wir die vier Felder bekommen. Und jetzt geht's mit der Holzindustrie weiter. Die ich mal hier hinsetze. So, die kommt auch. Und jetzt machen wir nichts mehr. So, nichts ist passiert. Jetzt ist was passiert. Drei Leute sind eingezogen hier. Wir haben hier noch Dingens. Was können wir hier machen? Nur die Zonen, ne? Wir wissen nicht, was hier voll ist oder nicht voll ist. Ich würde mal noch zwei dazu machen. So, jetzt haben wir wieder Straßen. Straßen ist ja kein Problem, glaube. Schauen wir mal. Können wir hier sehen? Produktion 1,9. Stock 2,6. Es wird auf jeden Fall mehr, steht da. Ja, das wollen wir auf jeden Fall hier machen. So, waren nur zwei. Und da gehen nochmal sechs jetzt. Machen wir auch nochmal. Jetzt geht es hier runter gerade. Weil da was gebaut worden ist wahrscheinlich, ne? Dann machen wir nochmal zwei dazu. Auf jeder Seite. Ist das weiß ist, weiß ich nicht. Ein Stein? Könnte sein. Es geht auf jeden Fall hier wieder runter und da geht's rauf. Ich mache jetzt nichts. Hier ist verbraucht worden, ne? Zwei neue Industrien sind da ja auch gekommen. Ah, jetzt ist mehr geworden, steht hier. Wir haben sechs Leute, volle Kapazität. Straßen gehen immer. So, Residential Zones. Machen wir mehr, weil wir wollen wachsen. So, jetzt haben wir schon 9. Hier ist runtergegangen. Straßen sind dazugekommen. Machen wir mal so. Gucken wir weiter. Die sind größer geworden. Das wächst wieder an. Konsum ist 108. Produce Class Turn 96. Wir brauchen mehr Dingens auf jeden Fall hier. Sag schon. Felder. Und vielleicht noch da eins hin. Weiter geht's. Ja, wir haben wieder volle Belegung, aber nichts zu essen. Das lasse ich mal so. Zwei Gebäude dazu, dann nicht mehr 66, nicht mehr 100%, nur noch 66, ist klar. Ja. Die dazu. Was heißt das hier? Unemployed people need workers. Wir brauchen mehr Leute. Also da können wir nichts mehr bauen jetzt. Und hier kommt jetzt was zu essen. Das ist wichtig. So soll es reichen. Essen nimmt noch ab. Das muss jetzt besser werden.
Hier schon wieder 100%. Machen wir da mal 4. Hier ist alle. Okay. Ich baue jetzt nichts. Da ist jetzt 21, 3 dazugekommen. Wir brauchen Arbeiter. Straßen gehen. Ja, sind jetzt wieder alle da. Keine Arbeitslosen. Ich verstehe es nicht, was das hier sagen soll. Wenn ich da steigere, wird es aber wieder schlechter. Hier werde ich ja nicht mehr das zurückhalten können. Ich mache das erstmal nicht. Jetzt wird es hier mehr. Okay. Hier ist natürlich schlechter, aber da kann es ja noch wachsen eigentlich, ne? Aber jetzt wächst hier nichts. Wäre es wichtig, hier in dem grünen Bereich die Biome besser auszuwählen. Also Default View geht dann wieder zurück. Ne, geht gar nicht zurück. Schade. Okay. Die brauchen ja noch Worker, steht da, ne? Lassen wir mal so. Ja, ich will mal hier hinten noch 2 Felder machen. Gucken, ob da hinten was wird. Jetzt haben wir 30 Leute hier. Felder sind dazugekommen. Arbeiter brauchen wir immer noch. Machen wir nochmal 2. Es gibt nichts zu essen. Ich glaube, hier ist mehr geworden, oder nicht? Weiß ich nicht. Straßen. Und schon sind sie weg. Ja, negativ, ist klar. Gefordert sind 304, haben sie auch gebraucht und nur 192 wurden produziert. Okay. Okay, die hauen ab, ist klar. Ja. So, jetzt ist hier ein bisschen mehr geworden. Weiß nicht, wie der Status ist hier. Growmeter 8 von 12. Die Leute sind aber noch alle da. Hier ist noch die Arbeit, aber hier sagen die, die brauchen noch 15 Leute. Ne, ich lasse das mal weg. Jetzt ist es wieder schlechter geworden. Hier sind auch 2 Bäume, glaube ich, weg. Kann das sein? So, schauen wir mal. Hier ist was zugekommen. Aber es reicht nicht, ne? Es sind auch ganz viele gegangen gerade. Die Stadtentwicklung ist niedrig. Jetzt ist hier Essen besser geworden. 216 gefordert, also sind auch produziert worden. Ja, weiß nicht. Machen wir so. Ah, jetzt ist gerade besser geworden, zum Glück. Ah, einer geht noch, machen wir noch dahin. Wieder 100%. Stadt ist gewachsen, wir haben Punkte gekriegt. Arbeiter sind immer noch gefragt. Wir haben aber zu wenig Essen, oder? Naja, könnte sein, dass hier was gekommen ist. Ah, da oben ist auch was gekommen, okay. Machen wir mal einen von den Dingen dahin.
Need workers. Machen wir so. Noch mehr Straßen. Machen wir so, da war nichts mehr. Stadtentwicklung ist niedrig, weil ich hier das Falsche kriege, ne? Ich glaube, das kann ich schon wieder machen. So reicht's. Drei Felder dazu bekommen, ja. Jetzt müssen noch Arbeiter kommen. Ah, jetzt haben wir hier Dingens. Ja, komm, machen wir so. 5 Straßen. Nein, da machen wir nichts. Weg sind sie. Ah, jetzt geht's hier runter. Essen sind wir ein bisschen im Plus. Arbeiter fehlen noch. Und da sind 30. Hier müssen nur welche einziehen, ne? Ja, 2 haben wir noch, machen wir da ein. Fertig. Need workers. Ja, ich habe schon hier gebaut, aber es kommt keiner. Hier ist jetzt wieder ein kleines bisschen Plus gewesen und hier ist auch Plus. Das ist ja schon mal gut. Hier geht's runter. Einen haben wir noch. So. 3 Leute sind gekommen, das ist schon mal gut. Hier machen wir jetzt noch 6 Häuser hin. Ja, komm, machen wir die. Und jetzt? Ja, sieht nicht schlecht momentan aus. 2 Gebäude, 3 Leute. Wir brauchen Essen. Ah, hier sind schon Felder dafür. Ah, geht nicht mehr. Felder sind gekommen. 3 Leute sind auch gekommen. Und wir brauchen noch mehr Arbeiter, steht da. Haben wir mehr verbraucht, wie wir haben. Und Essen ist genug gekommen. Der Dingens ist auch ganz gut. So. Er ist jetzt gesunken. 2 Felder sind kaputt gegangen, 2 Holzindustrien auch. Wir haben Bewohner, die wir nicht brauchen. Also sollen die erstmal Häuser bauen. Ist gerade passiert. So, Straßen sind gesetzt. Ein neues Wohnhaus, 3 Leute sind dazugekommen. Wir brauchen 100er Wood-Produktion. Die ist jetzt hier wahrscheinlich, ne? Jetzt schaffen wir es ja jetzt. Komm, einen noch da hin und dann ist gut. Entschuldigung. Und? Das war es noch nicht. Straßen wieder. Und mal so. Fläche ist natürlich jetzt schon, glaube ich, größer wie sonst immer. Vielleicht läuft es ja gerade mal, ne? Könnte sein. Bewohner, ja, wir können schon wieder ausbauen, ne? Okay, 2 neue Holzindustrien. Wir sind knapp vorm Dingens. Wie sieht es denn hier aus? Erstmal genug. Aber hier sind ein paar Felder kaputt gegangen, die bauen wir wieder auf. Und da auch. Kriegen wir die hin? Ja. Neue Felder. Hat uns Holz gekostet, wir haben aber noch ein bisschen Plus gemacht. Hier bleibt es beim Plus, das ist schon mal gut. Arbeiter, ja, brauchen wir nur 15. Aber wir müssten jetzt mal gucken, dass wir... Achso, hier sind noch freie Häuser stellen, dann brauchen wir nichts bauen.
Jetzt fehlt uns noch das Holz. Hier, diese Industrien vielleicht. Zwei neue Holzindustrien. Jetzt wollen wir hoffen, dass wir diese 100 Production in der nächsten Runde schaffen, oder? Nee. Essen ist gut, ne? Ja, das lassen wir mal so. Essen ist gut. Da ist was gewachsen, glaube ich. Wir bräuchten noch ein paar Arbeiter, aber wir haben Zonen, brauchen wir also nicht setzen. Straßen gibt's. Nächste Runde. Produktion ist plus geworden. Brauchen noch 27 Arbeiter. Ja, wir müssten jetzt mal die 100 reachen, ne? Da ist es. Lunchen eins Haus, also wir haben jetzt größere Häuser und die Biomansicht haben wir dazu bekommen. Die ist jetzt hier. Jetzt müsste man nur wissen, welches Biom wo ist, ne? Hier ist ja schick grün, ne? Wächst da was oder wie? Also die Holzindustrie müsste wahrscheinlich hier stehen, kann das sein? Und da wahrscheinlich eher die, sag schon, Agrarkultur. Ja, so sieht's aus. Das bedeutet, wir müssen jetzt umändern das Ganze. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir das mal hier hin. Weil da ist es ja gebraucht. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir speichern das Ding hier erstmal ab. Ich sag recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ist ja eine Vorschau, ne? Aber trotzdem. Ciao.